Wir müssen das jetzt hier gerade absägen. Aber ich habe nur so eine Handkreissäge. Wird schon Freihand gehen. Na los. Oh. Oh Gott. Mann, gerade ist was anderes. Mist. Wenn wir etwas absägen wollen, dann soll es ja meistens auch gerade sein. Wenn wir das mit einer Handkreissäge so im Intro machen, dann kann das sehr schwierig sein, weil die perfekt gerade zu führen gar nicht ganz so einfach ist. Was ist die Lösung? Kauf dir doch eine Kappsäge. Ganz schön teuer. Nee, mach ich nicht. Kauf dir eine Festool-Säge mit Führungsschiene. Ich sagte doch gerade, das ist ein bisschen teuer. Wir wollen uns ein Hilfsmittel selber bauen, was im Prinzip nichts kostet. Denn wir nehmen einfach das Stück von eben, wo wir den Schnitt versemmelt haben und bauen uns daraus unsere eigene Lösung. Wir schneiden jetzt zwei Teile mit der Tischkreissäge. Wenn ihr die nicht habt, dann macht ihr einfach einen Schnitt im Baumarkt und dann seid ihr auch schon so weit wie wir in 5 Minuten. Also los, die bleibt hier. Damit wir später so einfach und genau wie möglich immer an einer geraden Kante langsägen können, machen wir uns das Prinzip des Bündigfräsers zu nutzen. Was soll das bedeuten? Erkläre ich gleich. Zuallererst mal, der Akku ist raus. Den Schutz habe ich gerade hochgeklappt und halte ihn hier mit meinem Finger fest. Diese Leiste haben wir gerade gesägt. Die soll hier später drauf sitzen. Allerdings müssen wir jetzt noch eine kleine Aussparung machen, die so groß ist wie unser Sägeblatt selber, damit wir wirklich auf Null kommen. Dafür markiere ich mir das jetzt einfach relativ grob. Einmal hier und einmal hier. Diesen Bereich dazwischen sägen wir jetzt einmal aus und dann geht's weiter. So sollte das jetzt aussehen. Wenn das bei euch nicht ganz so perfekt ist, zeige ich euch, was ihr machen könnt. Im Optimalfall sollte das so aussehen. Das Ende von unserem Anschlag ist genau in einer Flucht, das sieht man jetzt zum Beispiel hier, mit unseren Sägezähnen. Nicht mit dem Körper des Sägeblattes, sondern mit den Zähnen. Und das an beiden Seiten. Bei mir wackelt hier hinten diese Kappe immer gegen, deswegen bewegt sich das. Wenn ihr Schwierigkeiten habt, das auszurichten, ich habe das jetzt einfach so gemacht, dass mein Streifen so groß ist, dass er mit der Außenkante vom Gehäuse bündig ist. Und ganz hinten muss ich ein ganz, ganz bisschen nachkorrigieren. Vielleicht ist es nicht ganz gleich, vielleicht ist es nicht ganz ordentlich gesägt. Wenn ihr das ausrichten wollt, könnt ihr das auch genau so machen. Ihr klemmt euch diesen Block genau so da dran, dass er also die Zähne vom Sägeblatt berührt. Dann steckt ihr euren gesägten Anschlag dran und dann können wir ihn festschrauben und sind auch schon fertig. Ich habe hier zum Glück schon Löcher drin, deswegen nutzen wir die einfach zum Verschrauben. So sieht unsere fertige Vorrichtung aus. Das ist einfach nur ein Streifen mit einer Aussparung. Und was nehmen wir als Führungsschiene, Jones? Ganz klar, den Abschnitt von eben. Den haben wir ja gerade eben sauber gerade abgeschnitten und den nehmen wir jetzt einfach als Führung. Wenn ihr das Ganze sauber einstellt, dann könnt ihr wirklich perfekt auf Null sägen. Hier ist überhaupt kein Versatz und der Schnitt ist auch 100% gerade. Wir können damit natürlich jeden x-beliebigen Winkel sägen. Wir müssen die Schiene nur anlegen und los geht's. Perfekt. Und auch Längsschnitte sind mit der richtigen Länge kein Problem. Es sei denn natürlich, die Zwinge ist im Weg.
obwohl wir nochmal ansetzen mussten, ein optimaler Schnitt. Komplett genau auf der Linie. Perfekte Quer-, Diagonal- und Längsschnitte. Und das alles mit einer selbstgebauten Schiene, wo man im Prinzip am Ende nichts mehr falsch machen kann. Das ist ganz wunderbar und kostet überhaupt nicht viel. Wenn ihr so eine beschichtete Platte wie ich nehmt, dann läuft das Ganze natürlich super, super gut. Einfach weil die Beschichtung super glatt ist. Ihr könnt aber auch alle anderen Materialien nehmen und zum Beispiel die Oberfläche einfach ein bisschen wachsen. Das geht auch. Wichtig, ihr könnt jetzt alles, alles als Führungsschiene nehmen, was die gleiche Dicke wie diese Platte hat. Wenn ihr also Plattenmaterialien nehmt, dann habt ihr einen unendlichen Nachschub an Führungsschienen. Wenn ihr die doch mal irgendwie kaputt macht oder verlegt, braucht ihr einfach nur einen anderen Abschnitt, der im besten Fall eine gerade Kante hat. Und was ich auch noch mal kurz sagen möchte ist, macht euren Anschlag gerne vorne und hinten ein bisschen länger. So habt ihr schon zu Anfang eine gute Führung und auch am Ende des Schnittes noch, weil ihr immer an eurem Anschlag anliegt. So, Potzblitz. Mal wieder für ein, was soll ich sagen oder nicht? 0 Euro eine saugeile Vorrichtung gebaut. Das kriegt wirklich jeder hin und es funktioniert garantiert. Gebt euch beim Einstellen etwas Mühe und dann habt ihr wirklich den perfekten Schnitt genau da, wo ihr ihn haben wollt. Klasse! Was ich auch noch gerne hier hätte, ein Abo. Weil solche Tricks doch einfach geil sind. So, wenn ihr das nicht mehr haben wollt, schraubt das ab oder schraubt es wieder dran. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüss! Wer sich eine Führungsschiene kaufen will, das ist natürlich cool. Das möchte ich damit nicht nur sagen. Ich möchte nur sagen, auch die Leute, die kein Geld dafür haben, sollen Spaß haben. So geht's.